Ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Ihr wollt einen Ton stehen lassen und nebenbei noch was anderes spielen. Da gibt es an diversen Keyboards diese Hold-Funktion, die funktioniert mehr oder weniger gut und noch mehr oder weniger sinnvoll für bestimmte Anwendungen. Ich mache das Ganze jetzt hier mit Gig Performer und möchte euch mal ein Beispiel zeigen von Dua Lipa, Don't Start Now. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da spielt man hier so einen Riff. Dann will man den Ton stehen lassen und dann spielt man dazu hier weiter. Das ist tatsächlich tricky. Ich habe das bisher immer über die Release-Zeit gemacht und jetzt zeige ich, spiele ich einmal kurz grob vor, wie das klingt bei mir jetzt. Also der Trick dabei ist, dass ich hier mit der Taste den Note-Off-Befehl cutte. Das heißt, ich bleibe in der Decay-Phase und hier unten mit dem Note-Off-Befehl hebe ich den anderen Befehl wieder auf, dass ich wieder in meiner Normalsituation bin und sind gleichzeitig noch ein All Notes Off. Und wie ich das in Gig Performer mache, das zeige ich euch jetzt. So, das Rauschen im Hintergrund ist jetzt nicht die schlechte Qualität von meinem. Das Rauschen im Hintergrund ist jetzt nicht die schlechte Qualität von meinem Mikrofon, sondern das sind die Babyfone für die Kinder. Also nicht wundern, Qualität ist so gut wie sonst auch. Vielleicht auch viel zu gut, deswegen wird das aufgenommen. Also, ihr habt das gerade gehört. Und wie mache ich das? Ich habe hier, seht ihr, zwei Stränge. Und zwar ist das hier, ich mache das einmal auf. Beziehungsweise das brauche ich gar nicht aufmachen. Ich mache den Triton hier einmal auf. Da seht ihr hier ein Streicher. Das ist der hier. Und da kommt schon keiner mehr. Also den habe ich auf die beiden Tasten begrenzt. Das ist der Lauf, den ich brauche in diesem Fall. Da kommt später noch mal ein zweiter Lauf runter. Den habe ich jetzt noch nicht berücksichtigt. Das will ich später machen. Dann habe ich einen zweiten Triton aufgemacht und habe hier nur das H belegt. Warum habe ich das gemacht? Und zwar, weil ich diesen Ton ja stehen lassen will und das mit dem MIDI-Filter machen will. Das kann man bestimmt auch einfacher lösen über MIDI-Kanäle und Skripte, aber ich habe das jetzt so gemacht, weil es für mich offensichtlich ist und ich so genau sehe, was ich da gemacht habe. Also, was machen wir jetzt? Dieser MIDI-Filter hier, der ist jetzt hier offen. Ich muss mal gucken, ob ich das gleich so machen kann, dass ihr den auch seht. Der hat hier unten, das habe ich euch schon mal gezeigt, Note-On- und Note-Off-Befehle. Jetzt mache ich Folgendes. Ich habe hier einen Button angelegt, der bei diesem MIDI-Filter den Note-Off-Befehl blockiert. Und zwar mache ich das mit dem H. Das ist das H, was stehen bleibt. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich die Note-On drücke, sendet er den Note-On-Befehl, aber auch, dass er keinen Note-Off-Befehl mehr akzeptiert. Das heißt, ich kann den Finger hochheben und der Note-Off-Befehl wird einfach blockiert. Das heißt, der Ton bleibt stehen. Jetzt kommt aber das Problem, dass ich das Ding wieder anhalten muss. Das Riff läuft weiter über diverse Akkorde und landet dann auf diesem Basston G, den ihr in dem Video gesehen habt, wo den ich sonst überhaupt nicht brauche an dieser Stelle. Also den benutze ich nur da. Zumindest im Moment. Ich weiß, ich glaube, der kommt nochmal woanders, aber dann muss ich halt ein zweites G benutzen oder das über eine Variation ausschalten. Ist erstmal egal. Also, ich nehme hier diesen zweiten und nehme dann aber den Note-Off-Befehl. Also wenn ihr hier MIDI Learn macht, müsst ihr aufpassen bei Noten, dass ihr entweder den Note-On oder den Note-Off-Befehl nehmt. Je nachdem, was ihr wollt. Das heißt, ich drücke jetzt dieses G, wie ihr das gesehen habt. Ich zeige das gleich nochmal und erkläre es nochmal dabei. Und erst beim Loslassen wird dieser aktiviert und dadurch wird der Note-Off-Befehl wieder freigeschaltet, dass der also wieder gesendet wird. Jetzt habe ich es noch so gemacht, weil ja nur einer von diesen beiden laufen soll. Das sollte automatisch passieren, aber ich habe da eine Radio Group draus gemacht. Seht ihr hier an der 5, dass sowieso nur einer funktioniert. So, jetzt stoppt der Ton aber natürlich nicht, nur weil ich den Note-Off-Befehl freigeschaltet habe, weil es klingt ja ein H und ich spiele ein G. Dafür habe ich hier noch einen Button angelegt, der auch auf den Note-Off-Befehl des G läuft und auf meinem Global Channel den CC 123 sendet. Das ist nämlich ein Note All Notes Off Befehl, das zeige ich euch hier nochmal im MIDI-Filter, hier 123, All Notes Off. Das heißt, er sendet gleichzeitig, wenn er den Note Off Befehl wieder freischaltet für die nächste Runde, ein
Control-Alt-Off-Befehl, womit alles stoppen bleibt. Jetzt versuche ich euch das nochmal kurz am Keyboard zu demonstrieren, nachdem wir das hoffentlich verstanden haben. Vermutlich war es wieder zu schnell, aber da müsst ihr nur Bescheid sagen, dann machen wir das nochmal. Also, wir machen das jetzt nochmal. Ich habe hier die beiden Streicher, die frei sind. Hier auf diesem H ist der stehen bleiben soll. Ich drücke den jetzt und gleichzeitig mit dem Drücken, machen wir ein bisschen leiser hier, und gleichzeitig mit dem Drücken ist der Note-Off-Befehl blockiert worden. Das heißt, er akzeptiert hiervon zwar den Note-On-Befehl, wie ihr jetzt vielleicht hört, aber nicht den Note-Off-Befehl. Dann spiele ich meinen Riff hier und der letzte geht hier Fis, G und da passiert nichts beim Drücken, weil ich den Off-Befehl für das Umschalten genutzt habe. Also ich lasse jetzt los. Jetzt muss ich natürlich mehrmals Note-Off machen, weil der mehrmals gehalten hat oben. Also es ist wohl kein All-Notes-Off, sondern er hält nur den einen. Ich mache das einmal, dann seht ihr, dass das funktioniert. So, stoppt. Und gleichzeitig hat er aber nicht nur den Ton gestoppt, sondern auch wieder das System freigegeben. So, ich hoffe, das habt ihr verstanden. Und das, liebe Leute, das funktioniert mit einer Workstation nicht ohne weiteres. Mit Kurzweil geht das, glaube ich, weil wir dort mehrere Decay und ich glaube sogar mehrere Release-Phasen haben. Da kann man Release halten und dann abcutten. Das geht mit einer normalen Workstation nicht. Und das geht auch mit Mainstage nicht ohne weiteres, soweit mir das bekannt ist. Also das funktioniert wirklich nur so stressfrei mit Gig Performer. Kann ich euch also wieder nur ans Herz legen. Funktioniert super.